Hallo liebe Leute, hier ist der Callcenter Kascha und das heutige Video ist mal etwas anders. Das Gespräch wurde nicht von mir geführt, sondern von Bad Luigi, der selber keinen Kanal besitzt. Ein anderer Betrüger hatte sich verwählt und landete bei Luigi. Der schaltete schnell und spielte einfach mit. Der Scammer hat dann natürlich die Daten an andere Betrüger weiterverteilt und so wird Luigi jetzt häufig von anderen Betrügern angerufen. In diesen zwei Anrufen ging es um Strom. Obwohl Luigi sagte, dass er gerade auf der Autobahn fährt, wollte die, dass er auf der Autobahn anhält, um weitere Daten durchzugeben. Im zweiten Anruf meldete sich dann noch der Vorgesetzte und es wurde richtig seltsam. Natürlich hat er sich nicht nochmal gemeldet mit dem Double Opt-in. Habt Spaß mit der Aufnahme, die wie immer nach dem Intro startet. Wegen der Zählernummer melde ich mich für Strom. Ach ja, 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 jetzt ist mir wieder eingefallen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ah, genau. So. Genau. Hatten Sie die Zählernummer notiert? Ja. Herr Roger. Ja. Super. So, aktuell, Moment, ich muss das kurz nochmal hier Einblick hier verschaffen. Strom lief ja auf Ihren Namen. Rogers ist der Familienname und Vorname ist? Buck. Buck. Ja. Mit B-U-C-K geschrieben, richtig? Völlig richtig. Super, so geboren sind Sie am 18.05.66. Auch korrekt. Und wohnhaft Otto Grotstraße 5, da sende ich auch die Unterlagen zu, yep. In 21.035 Hamburg. Soweit alles korrekt, ja? Das ist korrekt, ja. Prima, aktueller Lieferant für Strom, wer ist es momentan? Die Stadtwerke Hamburg oder wer? Ja, Stadtwerke Hamburg. Stadtwerke Hamburg, okay, so Hamburger Energieversorgung. Also das Energiewerke GmbH. So. Die Zählernummer lautet, Herr Rogers. 31. Ja. 11. Ja. 31. Ja. 44. Perfekt. So. Haben Sie noch eine E-Mail-Adresse, Herr Rogers, wo Sie gerade auch drankommen? Momentan, ich weiß, Sie sind auf der Arbeit, glaube ich, diesbezüglich schon unterwegs auf die Arbeit. Ja, ich habe da eine. Moment, ich glaub, das ist H2. H2, ja. O. O. K-O. Konrad Otto, ne? Ja. Und dann ja. Paula Friedrich. Paula Friedrich. 2000. Also 2000. Ja. @gmx.de. gmx.de. Jetzt vergleich nochmal kurz ab, Herr Rogers. Also ich wiederhole nochmal. H2O. Ja. Kopf. Ja. 2000. Ja. @gmx.de. Korrekt. Perfekt. Ich schicke jetzt eine E-Mail raus, Herr Rogers. Da bitte ich Sie nur kurz, die E-Mail zu öffnen, ganz kurz. 2 Minuten nehmen Sie sich noch kurz die Zeit, bitte. Dann bin ich auch gleich fertig. Ja, ist ein Problem. Ich bin gleich auf der Autobahn. Ach so, okay. Also ich beeile mich auf jeden Fall, ja. Herr Roger. Wie gesagt, die E-Mail, wenn die eingetroffen ist, von der Kundenservice, wie wollte erhalten Sie die E-Mail? Da bitte ich Sie nur kurz einmal, die E-Mail zu öffnen und Ihren Namen zu achten, dass es richtig steht bei dem Textinhalt. Ja. Wenn es richtig ist, antworten Sie auf die E-Mail bitte mit einem Ja. Nur JA schreiben und zurückschicken, bitte. Okay, ja, muss ich sehen. Ich bin jetzt auf der Autobahn gerade. Jetzt wird es schwierig mit E-Mail. Okay, komm. Wird schwierig. Ja. Können Sie kurz eventuell rechts ranfahren? Geht das dann, Herr Roger? Ja, nee, hier ist kein Seitenstreifen, denn blockiere ich hier eine Fahrbahn. Das funktioniert jetzt gerade schwer. Ach so. Muss ich nachher machen, okay, wenn ich stehe. Muss ich nachher machen, wenn ich stehe. Okay, dann mache ich dann nur einen Schritt dann weiter, Herr Roger. Das ist gar kein Problem, aber fahren Sie vorsichtig, bitte. Mache ich immer. Und zwar. Kommen Sie an Ihre IBAN denn momentan dran oder wissen Sie die auswendig? Weil aktuell wird ja der Strom per Lastschrift abgeboten. Das wird natürlich auch weiterhin so ablaufen dann. Ja, denn nee, da komme ich jetzt nicht dran. Die habe ich jetzt nicht dabei. Da kommen Sie auch nicht dran. Nee. Machen wir anders. Okay, ich lasse das für Sie beides dann weg, Herr Rogers. Dann mache ich nur ganz kurz die Aufnahme. Einfach nur bitte zuhören, die Augen bitte auf der Autobahn natürlich haben, dass Sie nicht da nachher einen Unfall um Gottes Willen bauen. Wollen wir auch nicht hier. Ich mache nur kurz eine Aufnahme. Da werde ich nochmal Ihre Angaben kurz wiederholen, Herr Roger.
ihren Namen, ihre Anschrift, dass sie von mir erstmal alles schriftlich nach Hause bekommen, 14 Tage prüfen bzw. auch widerrufen. Und die letzte Frage dann meiner Seite aus, ob wir uns in Zukunft wieder bei Ihnen melden dürfen, wenn wir wieder Sparpreise im Energiebereich haben. Dabei wird das Gespräch aufgezeichnet. Damit sind Sie einverstanden, ja? Ja. Super. Wir hatten ja auch gestern miteinander telefoniert. Das muss ich nochmal ganz kurz nochmal fragen. Für die Qualität und der Schulungsmaßnahmen wird das Gespräch aufgezeichnet. Damit sind Sie auch einverstanden, Herr Rogers, ja? Ja. Super. Dann fange ich mit der Aufnahme auch hiermit an. So, ganz kurz, kleinen Blick hier, 1, 2, 3, so, jetzt, okay, ich starte. Herr Buck Rogers, Sie sind damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird, richtig? Dann ein deutsches Ja, bitte. Ja. Sie sind der Herr Buck Rogers und Anschlussinhaber, richtig? Ja. Sie sind geboren am 18.05.1966 und wohnt in Otto-Brod-Straße 5 in 21035 Hamburg. Sind Sie dann ganz korrekt? Dann sagen Sie laut Ja. Ja. Herr Rogers, Sie möchten künftig die NEG Demivolta beziehen. Demivolta GmbH ist ein eigenständiges und unabhängiges Energieunternehmen. Bitte bestätigen Sie mit Ja, dass Sie damit einverstanden sind, Ihren Lieferanten zu wechseln und Ihren Energietarif auf den günstigen Tarif EasyStrom 24 Öko mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten umstellen zu lassen mit einem deutlichen Ja. Ja. Eine ganz wichtige Frage vorneweg. Wird der Strom auch zum Heizen verwendet, Herr Rogers? Ja oder nein? Nein. Das ist prima, sonst hätten wir Sie leider nicht beliefern können. Der Vertragsnehmer sind Sie, Herr Buck Rogers, geboren am 18.05.1966 und wohnt in Otto-Groth-Straße Nummer 5 in 21035 Hamburg. Ihr derzeitiger Versorger für Strom ist die Hamburger Hamburger Energiewerke GmbH. Die Zählernummer für Strom lautet 31 11 31 44. Den Jahresverbrauch beim Strom haben Sie mit 1000 kWh angegeben. Ist das so richtig ein deutliches Ja dann bitte? Ja. Der gewünschte Tarif laut EasyStrom 24 Öko, der Grundpreis beträgt 13,13 € und der Arbeitspreis 49,54 € pro kWh. Bitte bestätigen Sie mir außerdem, dass Sie bei Ihrem jetzigen Anbieter weniger als 12 Monate vertraglich gebunden sind mit einem deutlichen Ja? Ja. Unter 12 Monate ab heute, richtig? Ja, ja. Wunderbar. Die günstige Energie können wir Ihnen voraussichtlich ab dem übernächsten Monat zur Verfügung stellen. Sie brauchen sich um nichts weiter zu kümmern. Kündigen Ihren bisherigen Vertrag bei Ihrem derzeitigen Anbieter für Sie. Haben Sie noch Fragen, Herr Rogers? Ja oder nein? Ja, eine. Nur für meine Sachen. Wo haben Sie da den Code für das Double-Opt-In, dass Sie mich anrufen dürfen? Da musste ich ja bestimmt irgendwas bestätigen, dass der Anruf erfolgen darf, oder nicht? Richtig, Sie haben sich damals eingetragen, Herr Rogers, das heißt übers Internet haben Sie sich oder registrieren lassen oder bei einem Einkauf, dass Sie gerne über eine kostenlose Energieberatung informiert werden möchten, deswegen rufen Sie auch an. Ja, aber da muss ja verifiziert werden. Sie müssen ja ein Double Opt-in haben für diesen Anruf. Ich habe mich nämlich schon gewundert, dass das auf diesem Gerät ankam, weil die Rufnummer eigentlich gar nicht freigegeben ist für Telefonate, wo Sie anrufen. Das wundert mich so ein bisschen. Aber da haben sich, ja natürlich, das wäre ja gar kein Problem, sollen Sie natürlich fragen. Ich habe jetzt nur die Aufnahme unterbrochen, Herr Rogers, weil ich die Zeitlimit auch einhalten muss. Ist gar kein Problem, ich werde Sie nur kurz nochmal darüber informieren. Also mit dieser Nummer haben Sie sich damals registriert. Eventuell haben Sie das schon vielleicht vergessen, aber ich kann das gerne auch zukommen lassen. Das ist gar kein Problem. Wo Sie sich eingetragen haben, wie viel Uhr, wann? Dafür ist eine andere Abteilung nur zuständig. Das leite ich gerne weiter, dass Sie das dann auch haben. Wäre das okay für Sie? Dann verbinden Sie mich bitte einmal mit der Betreffenden, weil ich würde gerne wissen, wie diese Nummer wirklich in den Umlauf gekommen ist. Die Namen und so, und dass ich Interesse habe an sowas, stimmt alles. Aber eigentlich für eine andere Rufnummer, nicht für diese Rufnummer. Diese Rufnummer ist gar nicht freigegeben für Telefonate. Haben Sie denn eventuell eine Rufumleitung, Herr Rogers? Also anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil das ist mit dieser Nummer eingegeben hier. Nee, habe ich nicht. Deswegen würde ich ja gerne wissen, dieses Doppel-Opt-In, ob das irgendwie freigegeben wurde. Okay, gar kein Problem, da leite ich. Dann lege ich ganz kurz auf, der Kollege wird sich dann sofort melden. Wäre das okay für Sie, Herr Rogers? Das wäre okay für mich. Super, ich danke Ihnen. Bis nachher. Jo, bis nachher. Tschüss. Ich habe mit der Kollegin telefoniert, wegen dem Strom. Waren Sie zufrieden mit dieser Beratung, Herr Rogers? Ich hab das eben den ganzen Anfang irgendwie nicht gehört, weil ich gerade im Auto sitze. Könnten Sie noch mal anfangen? Um was ging das?
Also, mein Name ist Herr Jakob von der Firma Mivolta GmbH, der Vorgesetzter. Sie hat ja mit der Kollegin telefoniert, wegen dem Strom. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Die Fahrtkarte muss ja nachgehen, genau. Und zwar, waren Sie zufrieden mit dieser Beratung? Ja, die Beratung war klasse. Die Frau ist toll, die gehört eine braucht eine Gehaltserhöhung, finde ich. Super, sage ich auch so heil natürlich. So, damit Sie auch alles hier nach Hause erstmal schriftlich in Form der Auftragsbestätigung nach Hause zugeschickt bekommen. Sie konnte mir eine Frage konnte sie mir irgendwie nicht beantworten und da hat sie gesagt, deswegen rufen Sie, glaube ich, an. Ich hatte gefragt, wie diese Nummer freigegeben wurde, wo das Double Opt-in ist. Das ist ja dann so ein Code, den man mir geschickt hat, den ich per SMS hätte bestätigen müssen für das Double Opt-in. Das wollte ich einmal wissen, wo das her ist, damit ich das den Unterlagen hinzufügen kann, dass man alles weiß, dass das mit rechten Dingen gelaufen ist und so. Das ist so. Sie wissen ja, per Gesetzgebung in Deutschland darf man keine unerlaubte Anrufe betätigen. Und da wird ja immer kontrolliert. Und deswegen wird auch am Ende eine Aufzeichnung durchgeführt. Natürlich, Sie haben sich, Herr Buck Rogers, eingetragen mit dieser Rufnummer. Wie gesagt, online. Oder wie gesagt, Sie haben ja schon mal gewechselt und dort Ihre Einwilligung abgegeben. Sobald ein optimaler Sparmieter da ist, dass Sie sie kontaktieren dürfen. Ja? Nee, also das Doppel-Update für diese Rufnummer müssten Sie haben, denn mit der Rufnummer habe ich mich mit Sicherheit nirgends freigegeben, mich darauf anzurufen. Ja. Weil das ist ein Tablet, also wo ich eigentlich nur Internetsachen oder Termine eintrage. Mit dem Gerät telefoniere ich eigentlich gar nicht. Ja, wahrscheinlich haben Sie online, wie ich Ihnen sagte, Ihr Einverständnis dort abgegeben. Ja, aber dann müssen Sie ja erstmal verifizieren, dass die Nummer auch die richtige ist, wenn man das online macht. Und dafür ist ja dieses Double Opt-in notwendig. Und dieses hätte ich gerne einmal. Vollkommen natürlich recht, ja. Das bekommen Sie alles natürlich detailliert schriftlich in der Auftragsbestätigung mit dabei. Da steht nochmal alles mit dabei drin, ja. Nee, das müssen Sie mir jetzt sagen können, das Double Opt-in. Dazu sind Sie gesetzlich von Datenschutzrecht und Telekommunikationsrechte verpflichtet, um mir das zu nennen. Definitiv. Sehen Sie, definitiv. Und dann nennen Sie mir das noch ganz kurz. Wir hingegen dürfen diese Information am Telefon nicht weitergeben. Natürlich werden Sie diese Information bekommen, wenn Sie es haben wollen. Das wird dann per E-Mail dann an Sie versendet. Ja, dann bräuchte ich einmal Ihre E-Mail-Adresse. Die Aussage, die Sie jetzt gerade treffen, ist definitiv falsch und nicht richtig. Das ist eine Lüge. Sie müssen mir dieses Double Opt-in nennen, damit ich gucken kann, ob ich mit meinem Tablet, wo Sie drauf anrufen, eine SMS erhalten habe, wo ich das freigegeben habe, dass Sie mich anrufen müssen, dürfen. Und ja, diese Information bekommen Sie. Diese Information bekommen Sie. Nicht rückwirkend und nicht mit dem Vertrag. Herr Rogers, ich will Ihnen doch helfen. Ja? Hier geht es nicht um, wo man Ihr Opt-in ein- oder Ihr Einverständnis abgegeben hat. Sie haben definitiv Ihr Einverständnis irgendwo abgegeben, ob bewusst oder unbewusst. Ja, das ist doch kein Urteil. Ich bin ganz kurz, ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist Blödsinn, was Sie erzählen. Nee, Sie erzählen immer Blödsinn. Ja, dann, wenn Sie der Fachmann sind, dann, wie gesagt, können Sie sich das selbst helfen. Dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Nein. Also, soll ich Ihnen helfen, ja oder nein? Ja, Sie nennen mir jetzt das Double Opt-in, den Code vom Double Opt-in. Ich bin nicht dafür beauftragt, ich bin nicht von der IT-Abteilung, wie gesagt, deswegen, ich kann es noch weiterleiten, dann bekommen Sie das per E-Mail detailliert, wie gesagt, zugeschickt. Nee, das ist Blödsinn, was Sie erzählen. Das Double Opt-in müssen Sie haben, damit Sie überhaupt verifizieren können, dass Sie jetzt mit dem Richtigen telefonieren. Ja, wenn es ein Blödsinn ist, dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Was, wie soll man da fortführen? Ganz einfach, indem Sie jetzt eigentlich einfach nur zugeben müssen, dass Sie mich kalt anrufen, dass es eine Kaltakquise ist und dass es nicht rechtens ist, was Sie machen. So können Sie es nur auflösen. Das ist eine, weil Sie keine, Sie nein, haben kein Double Opt-in. Ja, das sagen Sie, das sagen ja, Sie. Sie ja, wissen ja alles immer doch besser. Also, ja, dann geben ja, was soll ich ja geben? Ich bin nicht der Fachmann dafür. Ich bin nicht von der IT-Abteilung, der die ganzen Sachen dort, wie gesagt, das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist hier, Sie zu einem optimalen Sparmieter abzusichern. Das ist meine Arbeit. Meine Arbeit ist nicht, ob Sie ein Opt-in abgegeben haben, wann, wo, wie und weshalb. Das ist eine andere Abteilung. Ich sage Ihnen ja, ich kann das weiter fortführen. Und das ist Blödsinn, was Sie erzählen. Das ist Blödsinn. Ich habe mit mehreren Leuten geschäftlich zu tun. Passen Sie auf, hören Sie mir bitte einmal zu. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden. Ja, lassen Sie mich bitte einmal ausreden. So, hören Sie mir doch mal zu.
Hören Sie mir doch mal ja, zu. Ja, natürlich, bitte schön. Passen Sie auf. Ja, so reden Sie doch. Ja, mache ich jetzt. Ja. Ich kriege von mehreren Leuten und von mehreren anderen Firmen ja. Anrufe, wo es gelistet ja. ist und die das genehmigt, wo ich das genehmigt habe. Und wenn meine Rufnummer in irgendeinen Umlauf kommt, dann kriege ich normalerweise eine SMS mit einer Nummer, ob ich von denen angerufen werden will. Und diese Nummer muss ich bestätigen. Und wenn die mich dann anrufen und ich habe einen Mitarbeiter dran, dann frage ich, Mensch, wo habt ihr meine Nummer her? Und dann sagen sie, passen Sie auf, am 26.12.2020 haben Sie eine SMS von uns bekommen mit dem und dem Code und mit dem und dem Passwort. Und daraufhin, weil Sie das bestätigt haben, rufen wir Sie an. Und dann gucke ich in meine SMSen oder in meine Nachrichten und dann stimmt das und dann weiß ich, okay, das ist alles richtig. Und das erwarte ich jetzt von Ihnen. Ansonsten ist das eine verbotene Kaltakquise, die Sie betreiben. Oh, okay, wenn Sie das so meinen, dann kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ich will Ihnen ja weiterhelfen, wenn Sie entweder akzeptieren, dann kann ich das weiterleiten, dann werden Sie per E-Mail informiert. Ansonsten können Sie denken, wie es was Sie auch wollen. Ja. Also wie Sie es möchten. Also ich denke, dass es eine Kaltakquise ist und dass das nicht rechtens ist, was Sie machen. Ja, dann denken Sie weiter so immer negativ, dann sind Sie irgendwie schlecht eingestellt. Aber skeptisch halt. Ja, ich kann Sie gut verstehen, natürlich kann man skeptisch sein. Natürlich, ich habe ja mal nicht gesagt, dass Sie Lotto gewonnen haben, Auto gewonnen haben oder dass Sie Geld von Ihnen hier haben will. Hier geht es nur um Ihr Strom, dass die Preiswerte erneuert werden sollen. Wir wollen Ihnen helfen und zwar, Sie wissen ja, dass das alles teurer geworden ist. Und deshalb melden Sie bei uns. Ja. Und sonst, das ist meine Aufgabe. Naja, wie gesagt, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, das sei eine andere Abteilung, da kann ich das weiterleiten, die können da weiterhelfen. Ja, aber Sie müssen, aber Sie müssen sich ja an die deutschen Gesetze irgendwo halten. Sie können doch nicht einfach Leute. Überlegen Sie mal, passen Sie mal auf. Wenn das, passen Sie auf. Jetzt ich erzähle Ihnen Folgendes. Ein Nachbar mag mich nicht, der mich aber kennt und der die Nummer von meinem Tablet kennt und der trägt mich jetzt irgendwo ein. Und jetzt kriege ich tausende Anrufe auf diesem Tablet. Verstehen Sie? Und dafür ist dieses Double Opt-in, dass das sichergestellt ist, dass ich diese Anrufe überhaupt will. Richtig. Weil Sie haben vollkommen recht. Das sage ich ja nicht. Und das ist das Problem, was ich habe, dass Sie auf einem Kommunikationsgerät anrufen, was eigentlich für Telefonate gar nicht freigegeben ist. Ja, dafür haben Sie vollkommen recht. Definitiv. Dazu sage ich ja nicht. Aber, also wie ist, gesagt, also Sie wissen auch wieder das deutsche Gesetz. Ganz kurz, Deswegen, wie gesagt, das ist nicht unsere Abteilung, und durch die deutschen Gesetze wissen wir ganz genau auch, man darf keine deutsche Akquise machen. Wir sind in der Handelsregister eingetragen, wir sind, wie gesagt, aus Frankfurt. Sie können uns jederzeit anrufen, Handelsregister nachschauen. Wenn es so wäre, würden uns Millionen Leute uns, wie gesagt, anzeigen. Das ist ein Großkonzern, die Volta GmbH, ist einer der größten Stromanbieter aus München, der 80% der Markt Anteile haben. Sie müssen auch so überlegen. Als Beispiel gebe ich Ihnen mal, Sie sind auf einem Bau, bauen ein Haus. Da ist ein Bauarbeiter und Sie gehen dahin als Einführung und sagen, das ist nicht nach den Rechten gebaut worden und zeigen wir, erklären Sie mir nach diesen Normen und ISO-Normen, ob das nicht ist. Woher soll er das denn wissen? Das ist ein Bauarbeiter. Sie müssen den richtigen Fachmann dazu holen, dass der, wie gesagt, der Ingenieur und so weiter, der das alles beauftragt und die ganzen Gesetze auch kennt. Also hier ist es genauso. Nee, passen Sie auf, da haben Sie jetzt wirklich mein Fachgebiet erreicht, weil ich bin Handwerker. Und wenn meine Gesellen von einem Kunden gefragt werden, ob das alles so richtig ist, dann sagen die denen, das ist so und so nach Norm die Höhe, das ist so und so nach Norm die Breite, gucken Sie, hier ist eine Wasserwaage, das ist im Lot, gucken Sie, hier ist eine Wasserwaage, das ist in Waage. Also das ist nicht ganz richtig. Das ist nicht ganz richtig. Der Fachmann vor Ort muss ja wissen, ob er nach DIN und fachgerecht arbeitet. Dann ist Ihre Mitarbeiter sehr gut eingeschult, der hat schon studiert bei Ihnen, der braucht ja dann nicht zu studieren, deswegen ist er ein Bauarbeiter und nicht ein Ingenieur. Ne? Also das ist kein Problem. Aber also, trotzdem muss er ja wissen, was er macht. Dass er DIN-Norm vielleicht nicht kennt. Das ist was anderes. Das meine ich ja. Bravo, richtig. Das meine ich ja. Diese DIN-Norm und ISO-Norm, da
dazu meine ich. Die einzelnen Gesetze, ob das ja, das kennt ihr bestimmt nicht. Ja? Nee, sehen Sie, und, Sie können auch nicht Bauarbeiter nachfragen, ob das nach diesem richtig, wenn sie was schweißen, ja, dann kann der auch nicht wissen, welche Schweißtechnik der richtige ist. Dafür müssen sie einen Schweißer nachfragen. Aber also jeder hat sein Gewicht, das will ich ja, nur erklären. Ja? Jetzt mache ich aber nochmal ein Beispiel, wo dieses Double Opt-in zum Tragen kommt. Passen Sie auf, ich gebe meinem Gesellen eine Adresse. Da fährt der hin. So, jetzt gibt es diese Adresse, aber ich sage zweimal in dem Ort. Dann fängt er doch nicht an und reißt da ein Badezimmer raus, ohne sich zu vergewissern, dass er im richtigen Haus ist. Verstehen Sie, was ich meine? Der fragt doch den Kunden oder fragt mich, bin ich am richtigen Ort? Der reißt doch nicht einfach ein Badezimmer raus. Sind Sie noch da? Oder haben Sie sich gemutet? Natürlich. Achso, verstehen nein, Sie? Nein, ich bin noch da. Das ist ja der springende Punkt, um was es jetzt gerade geht, genau, mit dem Double Opt-in. Sie rufen auf einem Gerät an, was nicht für Telefonate freigegeben ist. Punkt. Das ist der springende Punkt. Und da hätten Sie sich vergewissern müssen mit einem Double Opt-in, ob ich das Telefonat überhaupt auf diesem Gerät haben möchte. Ja, okay. Weil es geht jetzt, die ganze Story geht weiter. Ich kriege hier mittlerweile jeden Tag 5 oder 6 Telefonate auf diesem Tablet und habe die Nummer nie freigegeben. Also meine Nummern sind da ja irgendwie, oder diese Nummer ist ja irgendwie in einen Umlauf gekommen, wie es nicht, sich nicht gehört. Ja. So. Ja, wie gesagt, also wie kommen wir jetzt weiter? Wollen Sie jetzt den Spartape haben, ja oder nein? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Alles klar, ja, okay, ja, dann sage ich schon mal trotzdem vielen Dank und wünsche noch einen schönen Tag dann noch. Ja? Ich kann Ihnen nur empfehlen, beschaffen sich die Zugangsdaten zu dem Double Opt-in, dass solche Sachen nicht wieder passieren, weil ich glaube auch nicht, dass Sie bei dem Stromanbieter direkt arbeiten, sondern Sie sind in einem Callcenter, was für den Stromanbieter arbeitet. Nein, wir sind Mivolta GmbH. So, wie gesagt, Sie arbeiten direkt bei Mivolta. Genau, Mivolta GmbH. Wir sind für die Strom- und Gasberatung zuständig für die neuen Kunden. Dann ist die Firma Mivolta aber mehr als unseriös, wenn sie ohne Double Opt-in anruft, muss ich jetzt mal so sagen. Das sagen Sie ja ohne. Ja. Also ich sage ja definitiv, wir haben auf jeden Fall diese Einwilligung. Ja, ob sie es bewusst oder unbewusst machen. Machen wir Folgendes. Ja, bitte. Als Punkt. Bitte. Sie persönlich beschaffen sich dieses Double Opt-in, diese Verifikation, wo ich diese Nummer freigegeben habe mit dem Double Opt-in per SMS oder wie auch immer. Und dann rufen Sie mich nochmal an und ich werde mich ganz förmlich, sogar mit einer Tafel Schokolade bei Ihnen entschuldigen. Super, mache ich auf jeden Fall dann. Gut. Definitiv. Das ist ein Deal. Definitiv. Dieses Double Opt-in möchte ich gerne haben. Okay, alles klar. Werde ich auf jeden Fall darum kümmern. Ich werde Sie, wie gesagt, auf jeden Fall kontaktieren. Ja, persönlich sogar. Gut. Ja, super. Darf ich noch mal einmal Ihren Namen haben, dass ich den nicht vergesse, weil mich rufen wirklich viele Leute an? Natürlich. Mein Name ist Herr Jaka. J-A-C-K-A? Y. Anton Kaufmann, Anton Richard. Also, okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Herzlichen Dank. Super, danke Ihnen. Schönen Tag noch. Tschüss.